Moin Leute, herzlich willkommen hier auf dem Chaos-Kanal bei Svenny. Ja, Chaos-Kanal, das trifft's immer, ne? Ich bin gerade echt was an überlegen, du. Ja, wir haben nicht viel Talers auf Tisch, ne? Muss man dazu sagen. Und es läuft ja auch gerade nicht immer so rund. Ich kann euch aber auch nicht sagen, warum das immer so ist. Da fiel mir gerade ein, ne? Wir haben ja jetzt den zweiten Stall gebaut, den zweiten Rinderstall. Das soll ja ein Rinderstall werden. Jetzt lasst uns mal so ein bisschen rumspinnen. Die Limousinen habe ich gerade nachgeguckt, die haben jetzt 10%. 10% Reproduktionsrate. Dauert das ja bestimmt noch 9 Monate. Was ist, wenn wir jetzt schon mal so 100 Stück kaufen, stellen die in den Stall als kleine Fresse und lassen die in der Zeit dann rumrödeln? Hm? Weil bis dahin kommt da 50 raus. Hast du den nicht angewählt? Doch, ne? Kommen 50 Stück raus. Hier, guck mal. 10% haben die jetzt. Die bleiben drinnen, die Holzsteine. Die sind geschlechtsreife 5%, ne? Wenn die, wie viel Mischfutter haben wir in der Anlage? Aber wir haben auch, glaube ich, noch Mischfutter in Silo, ne? Mischration. 3000. Wie viel haben wir noch im Hofsilo? Drehen wir ihn um. Das wäre jetzt das taktisch Klügste. Bin ich ganz ehrlich. Dass wir da Nachschub kriegen. Schweine, die laufen jetzt. Das dauert eh 18 Monate. Da werden wir noch einen Stall bauen müssen. Auf Dauer. Mischration. 64.000 Liter. Ich glaube, das machen wir. Wie viel Kredit haben wir noch offen? Wegen Nacht. Es ist hier so. Oh, wir haben nur noch 1,8 Millionen hier. So viel habe ich schon zurückgezahlt? Da nur noch 1,8 Millionen. Und hier waren noch, wie viel offen? 3 Millionen. Nö, hier sind 7 Striche, ja. 3 Millionen. Wir haben nur noch 4,8 Millionen von. Ganze viel. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das wirft ein Business auf. So, 1,8 Millionen. Wisst ihr was? Wir machen das. Ich stelle jetzt Fleischrinder rein, Limousinen oder was? Taktisch klug, dann steht der Stall nicht leer. Ich kann noch ein bisschen aufräumen. Das machen wir jetzt. Wieso ist da Mist drinne? Jetzt zieht er den vom Hör mir ihn an hier. Zieht er den vom Schweinestall in Mist da rein oder was? Wo ist hier Tierträger? Da. Machen wir eher. Die kosten 300, die kosten auch 300. Um damit. Nee, da stellen wir Limousinen rein. Nee, gehen wir wieder zurück. Stellen wir 50 Stück rein. 53? Wir können nicht mehr. Warte. Da passen noch 200 Stück rein. Bevor wir jetzt hier einen Fehler machen. Checkerhaken machen. Hier Tiere. Ich habe den gekauft, ne? Ah, da passen nur 150 rein. Oder 125. Ich habe den falschen gekauft. Okay, dann schmeißen wir da jetzt nur 50 Stück rein. Ne, 50 Stück wollen wir nur. Kaufen. Ja. Das könnte ein Business werden. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so über... Ja, man kann über... Ne, doch, man kann über die Reproduktionsrate gehen, ne? Weil aus dem ganz einfachen Grund, dann hast du nicht das Problem, dass du...
Ja, Stroh kommt sofort. Keine Pony. Der Onkel ist unterwegs. Oder auch nicht, weil zu wenig Platz im Stall für Futter. Mach mal Handbremse raus, Fanny. Dann fährt der Schlepper auch vorwärts. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dass man... auch an die Reproduktionsrate drankommt. Ich brauche eben ein Bild. Damit man auch weiß, worum es geht, ne? Nochmal Druck. Druck! Oder Uwe? Sag mal, das ist doch gar nicht so ein schlechter Move. Solche Moves musst du dir ja wahrscheinlich dann auch überlegen, ne? Da komme ich jetzt nicht rein in den Stall, ne? Ja. Komm, dann fahren wir das eben in großen hier. Weil das sind Moves. Was war das? Hat keiner gesehen, ich auch nicht. Solche Moves musst du dir jetzt von Zeit zu Zeit überlegen, ne? Das ist ein bisschen ruckelig heute, glaube ich. Wir sind am Hof. Ist normal. Damit du was wirst, musst du dir das überlegen. Der Schlachter muss rennen. Ja, Onkel ist ja unterwegs, man. Ihr seid aber auch nöckelig heute, du. War hier nur Stroh drin? Ich glaube nicht, ne? Stroh. Oh, hier ist nur Stroh drin. Oh, gut. Guck mal, das läuft. Das ist gut. Er fängt auch mal an zu grubbern. Es kommen keine Gärreste im Moment zusammen, ne? Es ist auch zum Mäusemelken. Ja, die lässt mich nicht mal... hier muss ich dazwischen durchquetschen, ne? Das wollte ich gleich machen. Das machen wir auch gleich. Wir müssen jetzt eben erst sehen, dass das... ich habe vergessen, Steine zu sammeln. Ja, ist jetzt egal. Ne? Muss nur eine Runde so gehen. Schickram. Das habe ich ja auch wieder äußerst intelligent hingelegt, ne? Ich könnte ja... also manchmal bin ich auch so was von intelligent, mein Zeug hier zu lagern, du. Ich staune ja über mich selbst, ne? Ich könnte schon wieder. Heiliges Blech, ne, ey. So intelligent muss es auch erstmal sein. Hier müssen wir die da wegräumen oder was? Kein Plan. Mach mal voll. Das läuft. Die fahren hier. Die sind. Ist die letzte Mission, die wir haben. Wir haben echt. Ja, was soll ich sagen? Echt Mau hier! Ein Schickram, du. Ja, ich habe den Shader noch wieder umgestellt, ne? Ich habe die Schärfe mit reingenommen. Ich mag dieses Runde an den Bäumen, das mag ich nicht. Aber natürlich merkst du das auch bei den Gemüse, was hier am Hof ist. Und Grafikkarte, ja, ich bin am Hochladen, OBS läuft, hier läuft, da läuft. Da muss die Grafikkarte schon mal husten, wenn du unters Dach fährst, so. Hast gesehen? Aber das ist mir manchmal egal. Hauptsache es sieht vernünftig aus, ist meine Devise. Was, mehr wollt ihr nicht oder so? Seid ihr glücklich? Ich will nur noch 1,8 Millionen Kredit. Oh, guck mal, wir sind hier fast überall im Plus rausgegangen. Ich bin ja imprägniert, ne? Dass ich das hinkriege. Stroh. Ja, ja, ja. Mischration. Stroh ist drin, ne? Gut. Ich muss zum Anfang... ne, das ist der andere Stall, ne? Wie alt sind die? Okay. Die haben schon wieder 80%, ne? Da kommen schon wieder welche nach. Die sind... wie alt? Wo steht das denn jetzt? 24 Monate. Ich muss hier hin. 24 Monate sind die. Charlotte ist doch hier, ne? Ne, ist die Molkerei.
Hier ist Scharlachte. Wir suchen. Oh, einiges Blech. Wir müssen Kugeln machen. Wieso ist hier Fleisch ausgelagert? Och, jetzt lagerst du das immer aus, oder was? Ach, maximal 60 Monate. Okay, ab 24 Monate. Okay, okay, okay. Lagerst du jetzt das Fleisch aus? Du sollst das einlagern. Nicht immer alles auslagern. Das ist... Ja, läuft. Einlagern. Hier, einloggen. Husten nicht verteilen. Einlagern. Jetzt steht alles hier auf Auslagern. Einlagern. Oh, Hühner haben wir auch nicht mehr drin. Ne? Müssen wir auch mal umfahren. Mindestens 6, maximal 60. Okay, dann müssen wir unseren Hühnerstall auch mal durchforsten. Ne? Aber ich will jetzt nicht alles wegfahren und verklappern. Das ist erstmal so weit, dass das hier laufen kann. Gut. Machen wir hier eben eine Ehrenrunde. Dann kann hier noch ein Stall hin. Der kostet 200.000, ne? Und einen Schweinestall brauchen wir noch. Einen zweiten. Da wird es auf jeden Fall noch drauf hinauslaufen. Aber das ist ja das kleinste Übel an der Geschichte, ne? Das kriegen wir rutzi-futzi hin. Hier wollte ich mal Gockels verkaufen. Ich muss die Eier dann auch wegfahren, ne? Schickram. Der LKW steht hier nur drumherum an der Molkerei. Viel zu viel Eier. Trigger ist voll. Das war's schon, oder was? Seid ihr so strohglücklich? Heiliges Blechle. Da habe ich ja jetzt gar nicht mitgerechnet. Ist da noch was drinne? Sonst können wir den nämlich jetzt so langsam verkaufen. Ist da noch Mischration drinne? Weiß auch keiner von euch, ne? Ich auch gerade nicht. Weil den bräuchten wir eigentlich rein theoretisch nicht mehr. Oder? Nee, behalte ihn mal noch. Nee, den lassen wir dort. Das ist ganz gut, wenn wir den noch haben. Weil da kannst du auch überall mit reinfahren, glaube ich. Siehst du, da ist nämlich noch Mische drin. Nee, jetzt später, ich brauche für einen anderen Stall. Ja, das ist schon wieder nur ein Hin- und Her-Gehopsel hier, ne? Ja, aber wie willst du die Tierstelle völlig automatisieren? Also, das kannst du ja eigentlich von der Backe putzen. Da braucht man auch gar nicht drüber nachdenken, dass die Tierstelle hier voll automatisiert laufen. Die werden noch Futter und Masse haben, aber wir können den Mischwagen hier schon mal reinfahren. Sag mal, so viel Futter hatten die gar nicht mehr, oder was? Frisst sie mir hier die Haare vom Kopf? Komm, dann eben in den anderen Stall reingefahren. Dann müssen wir noch holen Stroh wieder hinfahren. Es läuft. Guck mal, können wir hier auch eben noch was reinschmeißen? Ja, wir müssen das nächste Mal Heu-Strohballen einlagern. Das nützt nichts, ey. Wir können das nicht mehr alle nur lose durch die Gegend fahren. Wir müssen auch welche wegstapeln, dass wir hier auch vernünftig überall alles einstreuen können, ne? Ach, ich schnauf so. Ich denk grad, was schnieft hier so? Das ist meine Nase. Kannst ja nicht so. Nichts passiert. Ich wollte nur mal gucken, wie die Kurvenlage so ist beim Waldra. Svenny ist in letzter Zeit schlimm, ne? Braucht die noch Stroh? Sag mal, braucht die noch Stroh?
Was, das war's schon wieder? Das kann doch gar nicht. Die sind doch nicht alle strohglücklich, oder? Heilingsblende, ey. Kuhstall? Strohglücklich? Strohglücklich, okay. Alles klar, haben wir. Ja, ja, ja. Nichts passiert. Läuft alle. Wir sind ja fast aus dem Kredit raus. Habe ich so viel Geld immer zurückgezahlt? Wusste ich gar nicht. Das heißt nicht, dass wir jetzt neun nehmen, ne? Das putzt euch mal von der Backe. Erstmal alles voll machen, was zu voll machen geht. Shikram-Folge ist schon wieder um und wir haben nichts geschafft, ne? Das ist ein Graus mit mir, ne? Das kann, glaube ich, ein Stall, weil. Aber da will mir nicht rumkommen. Da ich ja immer alles hier intelligent zuporke, läuft der Laden hier. So, dann kann das aber so langsam jetzt wieder da an Stissel kommen, ne? Dass das läuft. Das ist gut. Dann haben wir erstmal ein paar Probleme gelöst. Die so aufkommen. Die fängt doch immer komisch an. Nee, dich brauche ich später. Also dich wollte ich auch mal eine Runde fahren lassen. Du hast ja heute noch gar nichts gemerkt. Nee, sag nichts, ich sag ja auch gar nichts mehr. Ich glaube, ich höre heute auf zu spielen. Om. Kennt ihr Om? Om. So, gib mir mal Kartonage hier. Da habe ich ja voll Bock drauf, dass die auch mal ausgelagert wird. Hier, Zellstoff. Ich habe die gar nicht in Schichtbetrieb laufen lassen? Okay. Auslagern. Alles. Okay, lagern wir aus. Da sind fast keine Hackschnitzel mehr drin. Ich muss noch Hackschnitzel umfahren, ne? Oh, hier ist ein bisschen was drin, ich muss Bäume pflanzen. Ach, er lädt erst hinten vor. Ach, vorne ist nicht an, ey. Ich kriege einen Affen. Ach, vorne ist voll, kann das sein? Wo hast du? Mehr haben wir nicht, oder was? Sache ist voll. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir machen ein Kückerchen, wo du noch mal hin musst. Ich würde sagen, erstmal zu den Obstplantagen. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten, oder? Musst du hier noch Karton machen? Da braucht nichts hin, ne? Nee, da braucht nichts hin. Da nicht. Hier braucht ja auch nicht hin. Was hier? Muss die Paletten umtrocknen. Ja, da kann auch Karton hin. Gut, dann fährst du als erstes mal jetzt Textilfabrik an. Dann kannst du da auch mal. Oh, ich muss das hier noch einschreiben, ne? Wie ging das nochmal? Hier? Ne, ich bin nicht auf Achtung zeigen. Plus Zentrallage, ne? Und jetzt muss ich hier hin, ne? Boah.
Füßen nach unten. Jetzt brauchst du wieder 25 Däumchen. Und dahin. Den. Und auch nach unten. Dahin. Nimm doch hier noch einen, ne? Ne, ich will den hier. Produktion gefüllt. Brauchen wir. Was haben wir denn hier noch alles? Malzfabrik abholen, Mehlfabrik angefangen. Okay. Aha. Mehlfabrik. Mehlfabrik. Alles klar. Ich würde aber auch. Du kannst aber eigentlich gleich schon mal. Nee, nicht losfahren. Mehlfabrik anliefern. Kommt in Mehlfabrik, ne? Mehlfabrik. Ah, okay, wir brauchen noch ein Schlachter. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Ich bin hier nur fleißig an Sortieren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja gerne. Oder würde ich mich über ein Däumchen freuen. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.